Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem heutigen Alpin-Tutorial möchte ich euch einen Überblick geben über verschiedene Bergschuhe, die für Wanderungen geeignet sind. Die richtige Schuhwahl ist für jede Bergtour essentiell. Es kommt dabei nicht nur auf den Anspruch und Charakter der Tour an, sondern auch auf deine Erfahrung und Fitness. Ein guter Bergschuh besteht in erster Linie aus einer griffigen und robusten Sohle, einer festen Fersen- und Zehenkappe und einem effizienten Schnürsystem. Stabile Kanten geben Sicherheit beim Antreten in schwierigem Terrain. Adäquat zum vorgesehenen Einsatzbereich werden Bergschuhe in verschiedene Kategorien untergliedert. Die Skala reicht von A bis D. Leichte und flexible Wanderschuhe der Kategorie A sind prädestiniert für einfache Wanderungen auf gut befestigten Wanderwegen. Diese Schuhe zeichnen sich durch geringes Gewicht und angenehmen Tragekomfort aus. Der fehlende Knöchelschutz und schlechte Seitenhalt erfordern aber hohe Konzentration, starke Muskulatur und gute Balance im Fuß. Wanderschuhe der Kategorie B sind ideal für Touren mit leichtem Gepäck auf guten Wanderwegen. Der hochgezogene Schaft dient in erster Linie als Knöchelschutz. Hoher Tragekomfort bei relativ geringem Gewicht zeichnen diese Schuhe aus. Bei schwerem Gepäck und auch in anspruchsvollerem Gelände stößt der Schuh jedoch bald an seine Grenzen und bietet unter Umständen nicht den gewünschten Halt. Für anspruchsvolle Mehrtageswanderungen empfehlen sich Trekkingschuhe der Kategorie C, die den Fuß und den Knöchel auch mit schwerem Gepäck und in unwegsamem Gelände stabilisieren und schützen. Diese Schuhe haben eine stabile verwindungsarme Sohle und ein sehr festes Schnürsystem. Hochgebirgsschuhe der Kategorie D zeichnen sich durch eine sehr steife Sohle und einen relativ hochgezogenen Schaft aus und sind für Hochtouren bzw. für das Klettern in Fels und Eis konzipiert. Für Wanderungen oder Trekkings sind diese Schuhe nicht geeignet. Die Einteilung in die soeben genannten Kategorien dient zur Orientierung. Die Übergänge sind allerdings fließend. Es gibt also auch Schuhe, die zwischen den Kategorien liegen. Das wohl wichtigste Kriterium an einem Wanderschuh ist die Passform. Guter Fersensitz und genügend Luft im Zehenbereich sollten unabhängig von der Schuhkategorie immer gewährleistet sein. Für den Schuhkauf solltest du dir ein paar vernünftige Wandersocken, gegebenenfalls Einlegesohlen und ausreichend Zeit mitbringen. Bedenke, dass je nach Tageszeit und Temperatur deine Füße etwas anschwellen können. Sobald du dich für ein Modell entschieden hast, solltest du deinen neuen Schuh auch im Gelände kennenlernen, bevor du dich auf eine längere Wanderung begibst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viele andere interessante Themen auf der Webseite von unserer Alpine Weltenakademie und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bergwandern.